Ey, Sero und Josh Negroni, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jola, ich kenne eigentlich so Asen und Brunnenkram. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zähne ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Oh, 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 wie hat der Melodie? Okay, und wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr bei dir. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und windig morgen. So. Jo. Was läuft? Hey, Bro, nicht viel. Es ist. Wie spät ist? Halb eins, glaube ich, oder so. Halb eins, Sonntagmorgen, in dem Fall. Samstag auf Sonntag, ja. Wir sind in Unterterze. Am Wallensee. Und wir sind da mit der kurzen Bündi-Crew. Genau, und nehmen jetzt Folge 72 auf. 72, ratat. Gibt hier brrr. Wir haben ein Wochenende gemacht mit der kurzen Bündi-Kern-Crew. Ja. Und haben so ein bisschen über die Zukunft von unserem Podcast geredet, über Rollenverteilung im Team, über Wünsche, über Zukunftspläne. Genau. Und es war eigentlich wie so ein Wochenende, wo wir verbringen mit dem Team, um herauszufinden, wie geht es jedem, was macht jeder. Ja, genau. Ob wir am gleichen Strang ziehen, was sind die Ziele? Voll mal. Was wollen wir erreichen? Und jetzt sind wir da um 12:30 am Morgen, haben gerade wieder mal ein Brettspiel gespielt. Risiko hat es wieder gegeben. Und es ist. Ich glaube, letzte Folge hast du gesagt, du spielst nie mehr. Ja, ich glaube. Aber weißt du was? Der Harmonie zu lieben, erstens habe ich gefunden, ich tue nicht blöd, ich spiele mit. Safe. Und zweitens. Bruder, ich glaube, ich bin erwachsen geworden, Bro. Maximal. Die Reaktionen von heute, also du hast eigentlich gar nicht reagiert. Also du hast gewonnen, Bro. Danke. Und man muss sagen, du hast verdient gewonnen. Merci. Und. Ja, Mann. Gut gemacht. Man muss aber auch sagen, du bist halt auf Asien gegangen und Asien ist eigentlich mitunter der schwierigste Kontinent. In dem Spiel. Ja. Voll. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe, Bro? Hm. Jetzt ist ja eben, wie gesagt, es ist halb eins am Morgen, wir haben keine Kamera da. Genau. Sondern wir reden einfach. Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Ja, also hier auf YouTube gesehen, wo ich nicht einfach so ein Foto. Ein Bild. Genau. Irgendeins von euch zwei. Ja, irgendeins. Fette Autos im Hintergrund. Wahrscheinlich auch 1, 2, 3 Personen des anderen Geschlechtes. Vielleicht ein bisschen Geld und Koks. Es fette Villa mit dem Brunnen in der Einfahrt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich würde sagen, wir sind uns wie die grössten Kings auf dem Bild. Aha, so, okay. Wegen viel Personen, weißt du. Viele Personen was? Wo schauen. sogenannte Impressionen. Impressionen, man, du weißt. Du weißt, Bruder, kenn doch mal. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe, was wir jetzt heute für Erfolg können machen? Ja. Woody. Ist ja durchaus lustig, weißt du, so, ich tue redet, die anderen sind da, aber die würde ich fressen. Ja. Woody läuft um, hat mir gerade zuzwinkert. Schön, dich mal wieder gesehen. Bruder. Bro, ich denke, wir machen einfach Erfolg. Ja. Weil ich und du. Ja. Haben schon länger nicht mehr miteinander einfach so geschwätzt. Ja, Mann. Weißt du, was wir jetzt machen? Was hast du für eine Idee? Wir schwätzen einfach. Nicht mit dem Ziel. Podcast Game auseinander. Bro, nicht mit dem Ziel, weißt du? Da meine ich gerade da ein Konzept schreiben, let's go. Wir reden nicht mit dem Ziel, wir reden einfach zu catching up, weißt du? Just chatting. Just chatting, Bro. Im Twitch, weißt du? Ja, ich check. Clip it. Clip it. Nein. Also Bro, ganz ehrlich, Highlight von deinen letzten 5 Wochen? Von den letzten 5 Wochen? Bro, es ist eigentlich, weißt du, würde sogar länger zurückgehen, würde sagen, okay, 10 Wochen. Okay, sagen wir 10 Wochen. Dann sagst du, okay, 15. Bro, fick mich nicht jetzt. 15. Voilà, Bruder, ich weiß nicht, was ich soll sagen. Ja, Bro, was ist passiert in den letzten 5 Wochen bei dir? Ey, was haben wir erlebt so?
Ja gut, unsere Live-Shows. Mhm. Wir sind Bern gewesen. Welche hast du bis jetzt am besten gefunden? Auftrittstechnisch würde ich sagen Bern. Mhm. Also rein, wenn jetzt unseren Auftritt bewerten würde ich sagen. Also unsere Leistung? Ja, unsere Leistung. Ja, ich weiß nicht, es ist gelaufen wie am Schnürli, Bro. Bern ist es ist so, wir haben der eine den Satz vom anderen beendet, ohne, weißt du, so das Teil. Ohne überlegen, checkst du. Checkst Und Gesamtpaket technisch, halt wie der Wind ist, halt klar, so Wind ist, egal wie was, immer da, also oben dabei. Du? Ah ja? Ja. Ja, also Bro, wenn wir Wind, also jetzt sind wir zum zweiten Mal windig und ja. Zum zweiten Mal alle Bewartungen, also. Alle Bewartungen abgekriegt. Also, alle Erwartungen. Checks. Alle Erwartungen übertroffen. Ja, fair, cool. Hey, was würdest du sagen? Hey, also wenn wir, also mein Highlight in den letzten paar Wochen, würde ich sagen, ist meine Ferien in Istanbul. Sind es gewesen? Ja. Ja, Mann. Ist geil. Hey, Bro, ja, ich bin, ist lustig, Bro, ich bin mit meiner Partnerin auf Istanbul gegangen. Mhm. Und das Ding ist, wir haben uns eigentlich entschieden, das Problem, du weißt ja, wie das ist, Bro, wenn ich auf Istanbul gehe oder wenn wir auf Istanbul gehen, dann lebe ich wie so viele meiner Artgenossinnen, so wie sie in der Schweiz leben. Mhm. Ich bin umeinander und ich hoffe, keiner von meinen Verwandten sieht mich. Ja. Finde ich persönlich jetzt gar nicht lustig, Bro. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich. Ich lebe in der Familie, aber ich verstehe schon, es ist halt immer. Aber weißt du, wegen der Verbindung? Hm. Ne? Okay, cool. Ja, ich hoffe, ihr da draußen habt gelacht. Ich bin zu weit weg zum Ausdruck. Ja, ich weiß gerade nicht, wie. Also, egal, drückst du meine, Damian. Irgendeiner, Bro. Überrasch Leute. Gut, das ist, Bro, kein, das ist kein meine jetzt. Mutter hat 14 Geschwister. Ja. Und die leben alle in Istanbul. Mhm. Und das Ding ist, wenn ich auf Istanbul gehe und mit jemandem rede, von meiner Familie, zu jemandem zum Nacht gehe, dann denken 13 andere, schon, denken sie. Also eigentlich müsstest du 2 Wochen Ferien machen, nur zum Bitten mal etwas essen gegangen sein. Einfach mal zum überall etwas essen, so. Ja. Und nachher kann ich Ferien machen. Ja. Und darum habe ich mich entschieden, ich gehe das mal und ich sage keinem Bescheid, dass ich gegangen bin. Mhm. Schwierig. Schwierig, Bro. Sehr schwierig. Augen überall, Bro. Ja, ja. Hey, und nachher sind wir dann doch zu meiner Familie gegangen, also zu meiner, eine von den jüngeren Tanten, sie ist 32. Mhm. Und sie hat geheiratet und nachher sind wir dort essen. Und Bro, du musst dir vorstellen, Ich habe einen Gauer dabei, Bro. Was ist ein Gauer für alle, die es nicht wissen? Für alle Nicht-Kurdinnen da draußen, ein Gauer ist eine Ungläubige. Eine Außenseiterin quasi. Also per Definition ist einfach so hellhaarige, helle Person, also halt blond zum Beispiel. Also eigentlich nicht Kurdin. Genau, nicht typisch kurdisch. Bei uns ist mehr so. Ein Gauer, Bro. Bei uns ist normal das Dings. Egal. Bro, du weißt, Gauer kommt von Käfer. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir dort gewesen und dann haben wir wirklich gut gegessen bei meiner Family. Mhm. Und nachher haben wir Chai getrunken. Mal gut, dass deine Partner nicht vegan war. Mal gut. Vegetarisch, aber halt. Also vegetarisch ist noch eher. Ist noch möglich. Kommst du noch mit der Wille vielleicht ein bisschen klar, dort, ja, aber ja. Veganisch bis heute wahrscheinlich noch das Problem. Schwierig. Auf jeden Fall, Bro, haben wir dort chillt gegessen, nachher sind wir in die Küche, nachher haben wir in der Küche Okay gespielt. Das ist so ein türkisches Brettspiel für alle, was nicht kennt. Backgammon oder so, was heißt du? Nein, Rumi Club. Ah, Rumi Club, ja. Ist die deutsche Version, Schweizer Version. Ja. Und sie ist dort gekocht, Bro, mit einer Hand Ziege. Die andere Hand einen Chai.
Und du hast gewusst, sie ist es. Und vor ihrer OK-Table, Bro. Ja. Und sie hat so gespielt, dort, als wäre sie seit 10 Jahren. Eben, das ganze Bild vor dir hat so richtig gepasst, wo du sie ist, so. Und dann habe ich gedacht, schied mal einfach Gurdin. Einfach Gurdin. Ey, weißt du, was ist einer von den schönsten Abenden gewesen in den letzten paar Jahren mit dir? Ja, sag. Also generell, wo wir so kannt. Weißt du noch, wo wir zum ersten Mal zusammen auf uns zusammengegangen sind? Mhm. Zum ersten Mal, also ich, deine Family getroffen haben. Ja, Mann. Nachher sind wir ich, Rosta, deine Tante. Deine Tante. und ihre damalige Verlobte. Jetzt Mann. Jetzt Mann, genau. Sind in so einem Resti am Bosporus. Ja, ui, Bosporus. Ja, sind wir am Chile gsi und dann bis am Morgen 4-5 Uhr gespielt. Ja. Und die ganze Zeit trunken, gegessen und so. Das war Baba gsi. Das ist, also dort bin ich max entspannt gsi. Das war Baba gsi. Sorry, also weißt du, Kopf auch entspannt. Mhm. Das ist max entspannt gsi, weil das Ding in der Türkei ist, wenn ich in der Türkei bin, ich bin immer so richtig, also auch Gott. Das ist ein guter Glücklauf, kein Cam. Ich schwör. Und wenn ich dort bin, okay, mit Family und so, schon Stress und so. Und wenn wir hier unterwegs sind, haben wir schon Sorgen, wenn sie allein sind. Voll. Aber sonst, so, wenn wir in so Feriendestinationen sind, Istanbul, am Mittelmeer. Antalya, Bodrum, was weiß ich, Alter, Didim. Kappadokia. Dritte, Bro, lebe ich, Max. Also, weißt du, schon mal Cash, weißt du, eben für uns Mittelschicht, ist das ein krankes Leben. Die Mittelschicht dort können sie nicht sagen, aber Leben dort. Ich schwör. Du hast so keine Sorgen, Mann. Mit Swissy Money, Bro. Mit Swissy Money, ja. Ja. Deswegen, ich glaube, für mich. Nein, ich glaube es nicht. Was soll ich sagen? Wenn ich. Ruhestand kommt. Mhm. Gibt es Thailand? Gibt es der kurdische Thailand, Türkei, weißt du, Didim. Der gute. Aber es ist jetzt einfach so, jetzt, der Gedanke ist gerade jetzt hingekommen. Es ist jetzt so schnell wieder hoch, kann er auch wieder gehen. Krass. Aber Leben wäre schön dort, glaube ich, sagt er ehrlich. Mit Swissy Money. Sonst ja, mit Swissy Money, Bro, ja, aber ich meine, sonst. Voilà, Bruder, der überleben muss ich mir nicht geben. Also ich denke, wenn du in der Schweiz mal gelebt hast. Ja. Yeah. Das versaut dir das Leben. Jeder Bro, vor allem, du kommst so schnell in so eine Bequemlichkeit. Ja, ja. Wenn mal da bist. Eigentlich ist so gesorgt für dich. Weißt du, was chillig ist an dem Land, wo wir leben? Ja. Also nein, sag du. Wenn du willst, wenn du etwas brauchst, irgendein Papier, irgendeine Wohnsitzbestätigung. Ja. Kannst du sie heute bestellen? Ja. Und übermorgen hast du sie im Briefkasten. Krass. Und das ist ein Luxus, Bruder. Ja, ja. Wenn du so vergleichst mit anderen. In der Türkei, Bruder. Bonne Chance. Bis froh überhaupt, dass deine Anmeldung mal ankommt. Bis froh gibt es dich. So, ja. Also weißt du, so rein systematisch. Ey, Bro, also einmal hatte ich etwas erledigen. Was? Für meinen. Also, mein Cousin hat mich etwas erledigen. Wir sind mit meinem Vater, ich und mein Cousin sind in der Stadt gewesen. Und mein Onkel und wir müssen etwas für ihn erledigen, bei meinem Amt. Und so halt du kennst, also wir sind alle reingelaufen, zu viert in das Gebäude, sind zum Schalter, haben gesagt, also er hat gesagt, was er braucht. Und dann die so, ja, dritter Stock. Dann sind wir dritten Stock, haben im Gang jemanden gefragt, ah, ist gut, ist das Büro rechts? Gehen wir, zeig, ja, fünfter Stock. Checkst die Bürokratie, oder? Ja, Bro, weißt du, was Bürokratie dort ist? Ja. Ich habe keinen Bock, aber der fünfte macht sie. Bro, warte, und nachher hin und her, Uhr runter, und dann sind wir irgendwann bei einer Schwanger angekommen. Ich sagte, weißt du, was schafft ihr überhaupt? Und nachher, ja, Bro, du bist auch schwanger, Bro, chill doch die Heim, weißt du? Und nachher sind wir dort am Schalter, sie so, ja, das müssen wir im fünften Stock machen. Dann mir so pisst, weißt du, gehen raus. So nach irgendeinem Mal Marathon in dem Gebäude, oh, lauf, hast du alles gesehen. Schießt dich an, gehst raus, weißt du, dann weißt du einfach, kommst du weiter da. Und dann raus hat so einer das Umgemotze von meinem Vater und Onkel gehört. Ja.
wie selbst sagen zu wollen, Dreck und so, weißt du, bringt dir ja nichts, Alter, weißt du, so, wir sind wirklich am 9 Uhr dort gewesen, und das ist 2 Uhr am Nachmittag gewesen, und wir haben nichts erreicht. Scheiße. Wir haben nur Kalorien verbrannt für nichts. Ja. Und nach uns einer, also hey, ich habe mitbekommen, weißt du, ihr habt auch ein Problem da, dass so ein Problem da ernst genommen wird. Mir so, ja, voll und so. Also mein Vater so, ja, voll, was soll ich machen und so, du kennst den Staat und so. Mein Vater denkt, weißt du, ist einer, auf entspannt einfach reden mit, was weißt du, reden will. Mhm. Irgend so ein Bürger, weißt du. Dann sagt er einfach so, ja, hey, ich habe da aber hilflich sein, weißt du. Und dann mein Vater so, oh, und wie, weißt du, so, mhm, wir sind da seit Stunden, wie willst du da behilflich sein, weißt du. Also ja, weißt du, ich schaffe da. Und dann mein Vater so, wie hat er wollen? Ey, Bro, das war jetzt der Trick. Also, wir machen jetzt mal, wir fangen mal an und dann schauen wir. Mhm. Und dann mein Onkel so, ja, keine Ahnung, Alter, du musst ja sagen, was du willst, weißt du. Nachher am Schluss sagst du, es gibt so viel, oder ich fick dich, weißt du, du hast wieder rückgängig machen. Mhm. Bro, nachher so 1000 Tele. Und damals ist der Kurs, glaube ich, als mehr als so 3 gewesen. Also, es sind etwa 300 Stutz oder so. Was sehr viel ist. Ja, also, das ist etwa dann so ein Monatslohn, weißt du. Ja, ja. 300 Stutz. Und mein Onkel so, easy. Ey, das ist in 15 Minuten erledigt gewesen. Unglaublich. Und die schwangere Frau hat es auch gemacht. Weil wir dort angekommen sind. Mhm. Und er hat gesagt, weißt du, das und das machst du. Hat sie so angeschaut und sie hat richtig, also richtig fett keinen Bock gehabt, richtig am Gesicht erkannt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was, vielleicht besser schaffst. Scheiße. Ja, Mann, das ist, was ich dort erlebt habe. Und bis heute, es hat immer noch, also sie sind immer noch Konsequenzen tragen von dem Tag. Mhm. Weil es halt so auf die Schnelle muss erledigt werden, ist Larifari-mäßig erledigt worden. Mhm. Aber jetzt ist es einfach ein offizielles Dokument, jetzt muss es einfach darum kämpfen, dass es geändert wird, weißt du? Alter, sicher nicht. Wer muss darum kämpfen? Ja, sie, weißt du? Oh. Und das heißt so Anwalt und die bürokratische Hürde, das heißt, und dort ist ja nicht so, okay, du kommst einen Termin über, deinen Anwalt kommt einen Termin über im halben Jahr. Das ist einfach so, wir haben es mal aufgenommen, wir melden uns. Ja, unglaublich. Alter, das ist einfach genau nichts gebracht, weißt du? Ja, das ist eben schon krass, Bro, so in der Schweiz. Also, auch allgemein, weißt du, so Länder wie halt Österreich oder so. Ich bin in Österreich geboren. Und ich habe für eine Stipendienanfrage habe ich meine Geburtsurkunde gebraucht. Mhm. Und nachher habe ich einfach angerufen in Salzburg irgendwo. Mhm. Und ich so, yo, what up, homies, ich bin's. Und die so, hey, welcome back. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ey, ich brauche meine Geburtsurkunde, habe ich meinen Ausweis, meine ID geschickt. Bro, sie so, ja, ist gut, weißt du, an die Mail schicke ich deine ID. Bro, ich schicke meine ID. 2 Tage später habe ich per Post Geburtsurkunde gehabt. Krass. Und meine Mutter kämpft seit, glaube ich, über 20 Jahren, dass sie Geburtsurkunde bekommt. Hat eben. Bro, bekomme niemals über. Ich schwöre. Ey, wo bist du schon in Österreich auf die Welt gekommen? Salzburg. Und wie lange hast du dort gelebt? Also, hey, bis ich 4 gewesen bin. Okay, und bist du eigentlich schon mal wieder in Salzburg gewesen? So? Hey, ja, ich bin... Wann bist du das Mal gewesen? Hey, im Fall, ohne Scheiß, ich bin das letzte Mal vor 5 Jahren gewesen, aber ich habe meine Familie nicht besucht. Wegen, also weißt, eben, du hast dort eine Family? Ja, oder? Also so, ich sage Family, ich meine, kurdische Family, Bro. Okay, das, hey. So der Style. So, unsere Eltern haben einmal sich heute einmal gesagt, im Türkpakal heute gesagt. Ja, und sie dann, der muss die von dem. Sie dann ist mein Cousin, der Sohn von ihm. So, der. Sie dann muss er dir alles geben, was er hat. Oh, ich schwöre. Aber nein, Bro, wir sind ja wie so zusammen aufgewachsen. Ja. Also 4 Jahre lang. Ja. Und dann bin ich Jahre später, oh mein Gott, das ist noch lustig. Geil, gib ihm. Weißt du noch, wenn ich so unglaublich schulterlange Locken gehabt haben. Yeah. Also Locken, so Engelslocken, weißt du noch? Fix, ja. Yeah. Ja, Mann, ich war bis ich 13 war, bin ich das gehabt. Bro, ich zeig dir noch ein Foto jetzt. Ich will dir noch ein Foto zeigen, Bro. Auf jeden Fall, mit 12 bin ich, also 13 habe ich die noch gehabt. Mhm. Und dort, Bro, ist irgendeine DSDS-Staffel gewesen. Ja. Und irgend so ein Dude mit so langen, weiß platin blonden Haaren, hat so eine krasse Fritte gehabt. Yeah. Ich glaube, es war einer von Us 5 gewesen, vielleicht kennt ihr noch. Mama, Maria. Kennst du noch? Sag mir noch etwas.
Kennst du noch, Irger? Aus Five, die Boygroup. Deftig sie nicht. Hast du nicht geil gefunden? Tony Deftig, yes, yes, ja. Was haben die noch für Lieder gehabt? Kennt ihr nicht. Eins, die haben sie noch gehabt, wo die so vielleicht, wie Vampire angelegt gewesen sind. Gell? Weißt du noch? Und dann sind sie so mit der Kutsche in das Schloss gegangen und haben gekämpft. Wie hat das Lied geheißen? Das sind noch einmal Gamefilme. Gib mal ein, der As 5. Jimmy, look it up. Oder wie sagt er? Joe Rogan. Okay. Bro, kannst du As 5 nicht mehr? Einer hat Richie geheißen. Ey Bro, das mit Namen, du weißt, ein Problem, wenn ich vor dir gesehen sage ich, ah ja, voll. Und eben das Lied geht so, Mama Maria. Ja. Mama Maria. Auf jeden Fall, ich will ein Haar haben wie einen von denen. Ja. Und dann ist einfach gewachsen. Nein, dann denke ich, ich gehe zum Koffer, wo sie schneiden, so nach 6 Jahren. Okay. Dann hat mir meine Cousine dort, und die ist jetzt so, die ist damals vielleicht 24 gewesen und ich war 13 gewesen. Oder sie war 18 gewesen vielleicht. Ja. 19. Und dann hat sie mir gesagt, ey, komm, wir gehen in den Club, das erste Mal. Wir bringen dich rein. Ja. Und dann hat sie gesagt, damit du älter aussiehst, glätten wir deine Haare. Okay. Dann haben sie meine Haare geglättet, Bro. Meine zwei Cousinen, 19, 20 beide. Ich sah auch wie eine 24-jährige Frau ausgesehen. Eine 24-jährige fette Frau, Bro. Die sagt, du bist älter, aber. Look, nein, Bro, los. Du bist einfach hinein, oder? Bro, sie haben die Haare geglättet und auf einmal, Bro, ich habe ausgesehen wie mehr wie ein Fröhlich. Kennst du den? Das haben wir etwas. Das ist doch von DSDS auch einer, nicht? Das ist nicht der, der bei die wilden Kerle mitgemacht hat oder so. Nein, nein, das ist der Jimmy Blue Ochsenknecht. Der Huren. Der Huren. Der kleine Nuttenleile. Der Jimmy. Nein, nein, Bro, der Melvin Fröhlich ist so der von DSDS, wo immer rausgekehrt ist. Jedes Jahr hat er es probiert. Er hat so lange Haare. Ist aber nicht der Menderes. Oder? Heißt der Menderes? Ist es der, wo so. Ja, ja, der, der, der Michael Jackson-Imitation macht uns auch. Was? Okay, okay, Menderes. Sorry, Menderes. Kimono ist das. Bro, aber ey, Fun Fact, das gab ich vor ein paar Jahren mal geschafft. Er hat es geschafft? Zum ersten Mal, ja. Und Bro, er hat die Stempelkarte gehabt. Zweite Mal ist Heidekum. Bro, die hat wirklich, das ist aber krank, der ist konstant jedes Jahr gegangen. Ja, ja. Und die hat einfach gewusst, jedes Jahr, wir haben Menderes-Content. Menderes, sorry. Aber das ist. Bro, weißt du, er kennt As 5 nicht, aber wegen, ja, wegen dem macht er Korrektur. Bruder, auf jeden Fall, wie hat das Lied geheißen von As 5? Come back to me, baby. Tschüss. Ja, okay, was ist nachher mit dem Lied? Nicht eigentlich, ich will aussehen wie einer von As 5. Auf jeden Fall bin ich dann. Haben sie mein Haar gelitten und ich habe auf einmal Haar gehabt bis zu meinem Kreuz, Bro. Mhm. So, wirklich so. Ich habe überlegt, ich habe so lange. Haben sie einen anderen Spitznamen gegeben, schon weg dem? In der Schule? Ja. Hey, sie haben gesagt, sie haben mir keinen Spitznamen gegeben, aber sie haben so gesagt, wenn irgendwann mal jemand der Ficker genannt wird, dann kann ich. Ich weiß genau, was sie gesagt haben. Darf ich schnell meinen Kollegen anschauen, Bro, Mann. Danke. Dann ganz bestimmt nicht der. GX, wenn jemand mit deinem Hund jemals. Bro, ich bin gemobbt worden in der Oberstufe. Bro, welche Ausländer nicht? Also, Bro, es gibt. Wow. Bro, es gibt zwei Arten von Ausländern. Es gibt zwei Arten von Ausländern. Ja, die, die mobben. Wo Mobbing. Mit Mobbing umgegangen sind. Mhm. Entweder haben sie zurückgemobbt und geschlagen. Oder das Bandafsack hat ihn fressen. Ja. Und ja, Bruder, wir sind kaputt. Weißt du, dass ich gemobbt worden bin? Wieso? Meine Mutter hat mir einen Tom Taylor Pulli gekauft. So einen gestreiften. Mhm. Und wieso lachst du hier? Ich bin ganz seriös. Und Bruder, ich habe den während dem Winter, glaub, 3 Monate jeden Tag angehabt. Wegen kein Geld, Bro. Wow. Was ist lustig da, mein Bro? Ah. Bro, drüben, ich hatte auch, wegen erstens kein Geld, ja, und zweitens, für mich hat es nichts Schlimmeres gegeben, als zu shoppen gehen.
Ja, ja, das hat jedes Mal. Für mich war das ein Fight gewesen, Bruder. Bro, ich bin einfach mitgegangen, C und da. C und da? Meine Mutter ist gekommen mit drei Sachen, du, Kagua legen lassen. Ja, ja, ich hab's gekostet. Ich lege Gas, sie schaut mich an, sie so, machst du die sieben Dehnübungen. Ja. Okay, die Hose ist gut, kaufen wir. Für mich ist es so scheißegal gewesen. Es ist der Horror gewesen, ich hab's gekostet. Ja. Ich kann gekostet Hose anlegen. Hosen sind der Tod gewesen. Hosen sind wirklich der Tod gewesen, gell? Wirklich, Alter. So unschick. Gell? Wieso eigentlich? Ich weiß nicht, Mann. Bro, wahrscheinlich sind einfach die Hosen, die abgesetzt sind, einfach scheiße, Mann. Vor allem bei mir ist halt, ich bin halt schon, glaube ich, so mit 13, ab 13 bin ich, glaube ich, schon ein bisschen fester gewesen. Mhm. Und das Ding ist eben, es ist immer, entweder ist es Länge nicht gestimmt, oder Breite. Mhm. Checkst? Mhm. Und also eure Go-To-Shop ist 10 und da gewesen. Schwierig zu sagen, aber ich hatte es einfach immer am meisten im Kopf gerade. Ja. Ich würde schon sagen, mit irgendwann mit der Zeit. Halt damals, wo es noch Clockhouse gehabt. Ja. Weißt du? Ja. Der und zählen dafür noch Brokery Leute. Ja, ja, und dort meine Mutter hat gewusst, weißt du, wenn es die Aktionen gibt und so. Mhm. Gerade gepackt und gar keinen Bock, den ganzen Nachmittag futsch. Anders hat sie euch zu dritt mitgenommen? Ey, im besten Fall schon. Aber wir haben halt nicht so einen Abstand wie so nur ein Jahr. Ja. Und der Unterschied zwischen mir und meinem jüngsten Bruder sind 7 Jahre. Ja. Und wo ich halt so 10 war, ich halt erst 3, weißt du? Ja, fair, also, das ist blöd. Ja. Und deswegen, ich bin meistens allein oder mit dem Jürmas gewesen. Ist der Roger ein nerviges Kind gewesen? Nein, der Roger ist mega ein ruhiges Kind gewesen. Ja. Weißt du, wahrscheinlich ein riesen. Absolut. Absolut. Der ist mit Abstand. Ich glaube, der Yilmaz. Also es geht auf Tape. Ja. Yeah. Es geht bis heute, es geht auf Tape. Ja. Yeah. Wenn ich ihm eigentlich nichts mache, yeah. Er meine Eltern anschaut und anfängt zu berühren. Verwünscht ihn. Und mein Vater sagt, du kennst auch meinen Vater, Serhat. Und ich so, ey. Verwünscht ihn 250p, weißt du, wegen damals kein 4K. Aber Demas hat von der einen lustigen Tick gehabt. Ja, Demas ist von der einfach. Vor dem Fernseher auf dem Boden eingepennt, während er so halt auf dem Buch, weißt du, wie ich vom Boden. Yeah. Einfach so. Einfach so. Einfach Hand so halt seinen Kopf rein auf seine Hände. Mhm. Und er ist einfach eingepennt, original. Kannst du pennen, Bro? Okay, cool. Ja. Ja. Was haben wir wieder für komische Sprünge gemacht? Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, so, okay, und letztes Mal. Wo du in Österreich warst, hast du jetzt den Typ halt wieder drauf. Ach, sind wir jetzt dort wieder? Ui, ja, jetzt sind wir ganz weit hintergegangen. Ja, ja, Bro. Rewind. Krass. Oh, genau. Und nachher, kurz vergessen, was es geht. Bro, nachher hat sie meine Haare gelettet und hat mich in den Club hineingebracht. So ein 13-Jähriger. Und, also dann hat sich jeder noch Idee gekriegt. Ey, Bro, sie sind reingelaufen und meine zwei älteren Cousinen sind vorausgelaufen. Ich bin in der Mitte und ich habe ausgesehen wie so ein. So eine, wo man vielleicht durchgehen könnte. Ich habe ausgesehen wie jemand. Hast du? Sagen wir so, nein. Hast du, während du vorbeigelaufen bist, so einmal wie so deine haarigen Kinder? Nein, ich bin einfach nervös gewesen, Bro. Ich habe gedacht, shit, Bro, ich komme da nicht rein, ich bin 13, weißt du? Okay, und dann bist du mit 13 und hast Respekt? Nein. Aber ich bin reingegangen, Bro, und dann hat. Hast du gesoffen? Lass mich doch schnell erzählen. Sorry, es ist mir wunder. Bro, ich bin reingekommen, aber bei meinem Laufen, ich habe so den Türsteher angeschaut. Und der Türsteher schaut mich an. Und der Türsteher schaut die zwei an, die er kennt. Und macht so den Blick, ist so ein bisschen, mein Ernst. Ja. Yeah. Und die so zurück, machen so als Blick so, ja, bitte und so. Ja. Yeah. Nachher, Bro, haben sie mich reingebracht und direkt gewusst, ich passe nicht rein. Und dann haben sie mich komplett abgefüllt. Mit 13, gib ihm. 13, Bro. Gib ihm. Ich sag dir ganz ehrlich, also meine Cousine, die mir. Was haben sie mir gegeben? Ich hab. Weißt du noch, kennst du noch Baileys? Sag mal etwas. Ist das so? Die Schoki-Creme. Rum etwas oder so? Ist es Rum? Oder. So Likör. Ja, okay. Es ist auch wie Ovomaltin mit Alk. Ja. Keine Werbung. Ja, es ist einfach etwas. Checkst und ich habe einfach das gesoffen oder der gute alte OJ mit Wodka. Geil. Futz drauf gewesen. Ja. Futz drauf. Also wirklich
total besoffen, 13. Jeder hat mich im Club dort angeschaut. Eigentlich wie heute. Mhm. Und, sorry. Hey, und nachher, am nächsten Tag bin ich Haare schneiden. Weil ich habe mich angeschaut, mit dieser Frisur voll so verkokst. Irgendwie wahrscheinlich verkokst. Also voll am Kotzen, meine ich. Mhm. 13. Und irgendwie hat wahrscheinlich so meine Haare gehabt, weißt du? Mhm. Oh, checkst? Ja. Und darum habe ich gedacht, ey, vielleicht ist es der Moment, wo ich meine Haare schneide. Dann habe ich radikal, Bro. Glatze. Radikal. Ja. Meine von sonnengeküssten Locken. Mhm. Das ist lustig, Bro. Von bin ich am Lachen. Von sonnengeküssten Locken, Bro, habe ich abrasiert. Bin ich am nächsten Tag in die Schule. Und nachher sind keine Ex gekommen. Und ich so, ey, sag doch, du bist einer von uns. Sag doch, Mann. So das. Ich denke, du bist Skater. Ich schwöre. Krass. Ich bin auch Skater gewesen früher. Ich weiß. Scheiß Skater. So mit 12, 13 ich Skater. Scheiß Skater. Ich habe Ding gelost. Ich habe Avril Lavigne gelost. Ja, kann man mir vorstellen. She was a girl, he was a boy. Und ich habe Candy Shop gelost bei 50 Cent. Und du hast Candy Shop gelost. Und nachher habe ich halt so Ding, kennst du AS, die Marke? So Aigu und S oder DC. DC, ja. So die Skater-Marke. So Skater-Marke. Ein T-Shirt. Silver Star oder so, wie heißt oder? Mm. Oder Diamond oder so. Ah, du meinst das Ding. Der Ding. Vollkommen. Meinst du? Ah, oh, vollkommen. Das sind, glaube ich, vor allem noch, Schweizer Marken, nicht? Ja, 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 Bro, wer kauft sonst? Ja, aber ich denke, das sind so Ami-Marken vielleicht und so. Aber eiskalt, die kostet auch so, also weißt du, so 50, 60 Schutz. Snapbacks, so 70, 80, 90 Schutz. Das sind teure Kleider gewesen, so. Und ich habe einmal. Die hast du nicht mal wieder klauen, weißt du? Nein, nein. Und ich habe zum Geburtstag ein DC-Shirt bekommen. Ja. So ein roter mit so mega viel DC, DC, DC. Es gibt ein Foto mit dem. Ja, genau. Und ja. Dort habe ich die Locken noch. Dort hast du die Locken noch. Ey, ja, Bro. Und. Ich weiß nicht, ich habe meine Haare geschnitten und nachher bin ich cool geworden, ich schwöre. Krass. So ist es. Ich habe gedacht, ich bin cool, wenn meine E-Mail-Adresse mit Hip-Hopper anfängt. Wie hast du geheißen? The Real Hip-Hopper? Einfach Hip-Hopper. Und der ist mit nicht sagen. Hip-Hopper hat einfach angefangen. Ja. Und dann zu MSN-Zeiten war das meine Adresse gewesen. So. Jetzt hat leider ein gutes Foto von mir gefällt. Mhm. Die besten Fotos, die ich auf dem PC kann, weil da mein Vater gehört hat, sind Fotos, die er von mir gemacht hat, so Shootings. Ich habe das Bestmögliche ausgewählt. Ja. Okay. Hast du genommen? Ja. Und habe mit einer angefangen zu schreiben. Auf MSN? Ja. Die meinst du, alle, die es tun, oder wissen noch, was MSN ist? Wahrscheinlich das ist, schon. Ja, das ist, ich weiß nicht, aber vielleicht haben sie es gehört. MSN ist so. WhatsApp von so, früher. Ja, WhatsApp von früher, einfach nur auf PC so. Und. Geil, Bro, red mich lieber über MSN. Ja. Und dann bin ich leider am Schreiben gewesen. Weißt du, was MSN heißt? Multisignal, weiß ich nicht. Einfach Messenger. Messenger. Oder? Ich glaube schon. Okay. Schau mal nach, Bruder. Ja, auf jeden Fall bin ich eben mit einer am Schreiben gewesen. Und irgendwann mal, ich hatte ein gutes Gespräch, weißt du? Mhm. Irgendwann mal droppt sie einfach, ey, du siehst aber auf dem Bild gar nicht wie Hip-Hop raus. Wie hast du ausgesehen? Bro, ich habe schon das Zeug gehabt, wo ich nicht schlecht ausgesehen habe. Ficker. Ich bin einfach in so einem Blumenfeld drin gewesen, weißt du? Oh mein Gott, ich weiß ja das Bild. Ja. Das ist lustig gewesen, Bro. Kenne ich Vetter, was ist das? Messenger? Krass, hätte ich niemals gesagt. Microsoft Network. Jetzt hätten wir fast Halbwahrheiten verbreitet. Ich schwöre. Ja, und dann hat sie mir das gefragt und bis heute hat die simple Frage mein Gesicht so krass genommen. Yeah. Ich vergiss das nicht. Bro, was haben so Kenne ich Vetter mit Natur eigentlich? Bro, mein Vater hat früher mich hier mal Rosch gepackt und einfach. Zu jeder Jahreszeit, entweder im Frühling wie so schöne, wie so japanischartige Frühlingsbäume, dann. Frühlingsbäume auch geil. Etwas. Bro, was soll ich da? Look, wenn man das hört, jeder weiß, was ich meine. Es geht um das.
So, er mein Ding, wer mein. Ey, meinst, kann ich jetzt Rassismuskarte spielen mit Damian? Nein. Mit okay. Frühlingsbäumen. Lass mich überlegen, ob ich weiß, was du meinst. Mit Frühlingsbäumen meint er die Ding, Bro. Die, wie heißt die Nationalblüte von Japan? Kirschblüten. Ah, Bossi, look, da heißt es. Da, er meint Kirschblütenbäume. Mäßig, ne? Da heißt es, Bruder. Du hast checket, was ich meine. Ich schwöre. Wie ist dein Herz? Ja, aber ich weiß genau, was er meint. Checkst so. Ja, ey, kann ich ihn schon bitte sehen? Ja, das wäre chillig, Bruder. Ich muss sexy sehen. Und ey, Damian, weißt du was? Nimm doch einfach das Mikrofon, Bruder. Und red, wenn du so unbedingt... Wenn du unbedingt willst, Teil von deinem Podcast sein, Bruder. Wirklich. Nimm Kopfhörer mit. Wenn du unbedingt willst, Fame werden. Viel Spaß. Bon, ich glaube, es ist auch falsch eingesteckt und das wird dann kompliziert jetzt. Viel Spaß. Auf jeden Fall... Was habe ich vorher erzählt? Eben, dein Vater hat dich gezwungen. Ja, genau, er hat immer Fotos gemacht, Bro. Und es gibt hure viele schöne Fotos auch eigentlich von uns. Ja. So als Baby sind so herzig. Ja. Aber das ist einfach so die Evolution, wie es mich immer mehr und mehr anschießt. Immer mehr und mehr. Aber ja, mein Vater hat einfach. Ich finde es einfach herzig, was ihm gönnt. Er hat einfach geliebt. Hey, Bro, hilf ihm schnell bitte. Oh mein Gott. Du musst nur schnell das, sein Mic aktivieren. Ja. Sag mal etwas, Damien. Check. Sag jetzt. Check. Oh, hoi. Erster Typ. Hallo. Hoi, Damian. Fühlst dich auch gut? Mhm. Perfekt. Yeah. Welcome. Einfach mit. Mit im Podcast kommt jemand Neues dazu. Mit in der Folge in Unterterzen. Damian. Hallo. Slav Bruderz. Hey, nicht viel. Wir sind in Unterterzen. Fertig. Ich denke, ich lasse euch ein bisschen zu. Geil. Aber irgendwie. Ich kann nicht tragen, was er dumm aus anderen rauslässt. Ja, muss ich sowieso die ganze googeln und so, da kann ich ja, auch mitmachen. Kannst du auch mitmachen. Also wir reden gerade über MSN, was ja bekanntlich für Messenger steht. Das hast du auch gebraucht, oder nicht? Dann hast du MSN. Ja, machst du mir gefallen, Bruder Herz. Ja. Kannst du das Kabel wegnehmen vom Mikrofon einfach oben? Und nur das Mic haben, danke. Mit. Genau, so. Okay. Mit eben kein Ständer. Also red für dich, Bruder. Weil in dem eben bei ist ein zu unmöglich und auch ein riskanter, die ja, da montieren oder Möbel ziehen. Wir liegen einfach auf dem Sofa und reden, das ist geil. Also du bist auf dem Sofa, ja, und wir sind am Chillen. Du bist auch am Liegen, Bruder, tu nicht so. Ich bin wie ein Pasch am Mucke. Oh, hey, am Mucke. Am Mucke. Genau, reden wir über MSN. Jungs, was ist das Nervigste gewesen? Also, nein, machen wir es anders. Wie hat euer Tag früher ausgesehen nach der Schule? Also direkt nach der, also in der Mittagspause? Nein, nach der Schule. Oh. Weißt du, der Morgen ist halt, Bro, aufgestanden, Kerox gegessen. Ja, der gut. Ich habe mich Toast gegessen. Krass, du hast noch gut gehabt. Ich habe mich Toast gegessen. Bei mir ist der gute Kerox gegessen. Krass. Und dann später ist noch weniger geworden, aber aus Eigenwahl. Ja. Ich habe einfach gefunden, ich will doch mehr pennen. Und dann habe ich nur einen Becher Orangensaft getrunken und dann Zähneputz. Ein Becher Orangensaft und nachher Zähneputz? Ja. Ekelhaft, Bruder. Ja. Aber hauptsächlich noch 5 Minuten länger pennen. Ja, wichtig. Und. Das heisst am Morgen nichts und dann, wenn ich in der Mittagspause halt daheim angekommen bin, habe ich schon gegessen und dann bin ich gerade am PC und MSN. Und gerade mit den Leuten chatten. Und ich eh nachher gesehen habe, weißt du, wieder in der Schule. Und bei MSN hast du, also früher haben wir ja weder Nattel gehabt. Ja. Außer die kränksten Motherfuckers sind die mit Ogo gewesen. Ja, ja, aber du dann können. Ich wollte sagen, sind doch die mit dem Ogo. Ja. Genau, aber weißt du, was meine ich? Der Eros. Hey, der Eros. Ja. Aber warte, sorry, kurz. Also, MSN ist wie etwas gewesen, du hast mit deiner Mailadresse einen Account können machen. Das war echt wie so Microsoft Teams gewesen. Ja. Aber keiner hat Business. Von dieser Generation kommt eben auch die Hotmail-Adresse-Generation. Genau. Ich schwöre, ich bin einer davon. Ja, ich auch. King. Du? Ich habe, glaube ich, auch mal eine Hotmail-Adresse gehabt. Du bist sicher so einer, der Bluewin verwendet, gell? Nein. GameX, Bro. Nein, auch nicht. Nein, wirklich zuerst Hotmail und dann, aber sehr früh auf Gmail. Ja. Gmail, fair. Ey, ich muss sagen, im Fall, ich habe das schon die ganze Zeit gemerkt, seit wir da oben sind. Oder halt am Wallensee. Ich möchte damit anschauen, ich finde, sein Bart ist stabil, krank stabil. Geschnitten worden, ja, Mann. Das habe ich selber gemacht. Fresse. Ey, das ist krank. Also wirklich, ich sehe wie ein Schauspieler aus, jetzt geht mit dem Bart. Wie er ein Zweikampfsieger. Er erinnert mich aber, an einen, irgendwie. Aber an Borat. an Sacha Baron Cohen. Ja, genau. Ja. Nein, Bro, Del Piero sieht er eher aus, aber lassen wir das. Was kann man sagen, ist eben mit MSN gehabt und dort hat man können mit Leuten chatten.
Mhm. Und du hast gesehen, wenn Leute online sind. Genau, da hast du noch einen Sticker schicken. Hast du einen Sticker? Bro, ist eigentlich wie WhatsApp und ja. Microsoft Teams. Von damals. Und weißt du noch, was ist so das Nervigste gewesen, was jemand hätte können machen bei Amazon? Zuspammen mit Nachrichten? Nein, mit Nachrichten, sondern mit einem gewissen Ton, Bruder. Ich kann mir sagen, du hast doch so einen Alarm gehabt. Ja. So. Mhm. Du hast können Leute anringen. Ja. Ich habe immer gemacht. Kennst du Marco Fono? Oh mein Gott, ja. Kennst du Marco, Fono? Das war so eine Website, gewesen, wo du hast können, wo aufgenommene Text hat. Und du hast dort eine Festnetznummer angeben. Dann hast du von dieser Website aus angerufen, dann hast du drücken, hat so «Hallo, das ist Marco, wir haben deine Pizza.» Das ist der Classic, weißt du, sie nimmt es ab so «Ja, grüezi, hallo, ja, ciao, hier ist Luigi von der Pizza, ich finde ihre Wohnung.» Ich dachte, automatisch, weißt du, fängt es an mit «Ich habe keine Pizza bestellt», und dann tust du die Leute nerven. Aber findest du Italiener reden oder so? Ui. Nein, ich finde nicht. Ich kann schon versuchen. Yeah. Aber ich darf vergessen, er ist weiss. Das ist ein Zitat gsi, Bro. Das ist so eine Page. Bro, es ist viel einfacher, eine weiße Person Rassismus unterwerfen, als mir, Checks. Deswegen, pass auf. Okay, so. Vor allem, Bro, 2000er, Bro, dort können wir nicht anfangen mit. Also, weißt du, dann eine ganz grosse Liste. Ja. Aber es war lustig. Hey, Bro, eben Ring war so etwas. Ja. Dann, was hast du gehasst? Eben, ich habe das Ring, dann ich wirklich. Der ist echt behindert und grusig. Dann einmal, du hast so Emojis schicken. Einmal hat jemand so ein GIF geschickt, das so ladet von 0 auf 100%. Ja. Da ist gestanden, du hast jetzt ein Virus. Ja, stimmt. Aber es ist einfach ein Sticker. Ja, es ist eigentlich ein GIF so quasi, der Style, ja. Ich bin zu meinem Vater, ich so, ey, wir haben ein Virus auf dem Computer. Sie. Und ich bin so. Wie hast du dich traut, Alter? Ich dachte, lieber sage ich jetzt und kassiere jetzt, anstatt... Ich dachte, ich darf einfach meine Fresse heben und dann mein Vater einfach reinlaufen und sagen, oh, ist ein Virus geholt. Ja. Hey, und dann hat es eine rechte Szene gegeben, weißt du? Ja. Und dann hat irgendwann der Charat Sangit, so hat der Kaiser der Brüder, gesagt, du brauchst nur Witz. Ich so, aha, scheiße. Hm. Ja, und das ist meine Emerson-Zeit. Und dann hat man immer so Status gehabt und einer hat mal so geschrieben, Norden, Osten, Süden, Westen. Wir Albaner sind die Besten. Dort ist Kosovo noch keine eigene Stadt. Bro, braune Augen sind gefährlich. Aber in der Liebe ehrlich. Du weißt. Ja. Kurdisch-Style immer geil. Das hat einer gehabt. Ich freue mich oft, wie geht es echt dem Typ, Bro, wo das gehabt hat. So. Ja. Ey. Weißt du, was ich auch noch früher immer gemacht habe? Was? Immer nach der Schule. Sind wir nicht gerannt. Hei gegangen. Ja. RTL 2. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bis heute. Also ich habe auch lang, also wo wir nachher die Wege gegründet haben, hat es wieder angefangen. Aber das hat krank meine Kindheit geprägt. Ja, Mann. Yu-Gi-Oh! Ist wirklich so brutal. Also generell so Animes. Mhm. Aber weißt du, ich finde eben unsere Anime-Generation. Ja. Also Dragon Ball Z. Detektiv Conan. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich bin nämlich kein Anime. Dweeb. Aber. aber die Animes, die haben einen Namen, einen Übernamen. Die heißen, ich weiß nicht genau, aber es gibt einen Namen für Anime, wo gezielt an männliches Publikum geht. An männliches, junges Publikum. Entai. Shonen. Shonen, ja, oh, Mann. Okay. Sag, ich habe ihn zugehört. Sorry. Hast du gehört, was gesagt hat? Ja. Okay, ich löbe es einfach. Ja, okay, cool. Und ich habe jetzt vor 3 Wochen ein paar neue Animes angefangen. Mhm. Und ich sage einfach so. Ein paar? Ja. Soll ich sagen, Willi? Nein, also ich hätte von deiner vorherigen Aussage gedacht, du hast keine Animes. Du hast so gesagt, ich bin kein Anime-Dweeb. Das stimmt. Aber und jetzt so, ich habe ein paar neue. Ja, aber achte mal, reinkommen. Ja. Okay, ja. Und die sind halt schon alle komplett unterschiedlich, wie Dragon Ball Z zum Beispiel. Ich sage dir das ganz ehrlich und ich sage dir das, obwohl ich wahrscheinlich Hate bekomme für das. Ja, ich weiß. Das kann ich. Dragon Ball Z ist ein sehr mittelmäßiger Anime, Bro.
Es ist sehr geil, weil es unsere ganze Kindheit war. Bro, schon nur Geschichte. Also. Aber, ja, aber du musst es auch im Kontext von der Zeit setzen. Also weißt du, dort war es ein Gamechanger. Jetzt das ist im Vergleich zu jetzt alles. So, ja, voll. Alles das hat ja, aber gegeben. Früher hat es auch Ding gehabt, Bro. Shiros Schloss und. Ja, ja, aber Dragon Ball war noch ein bisschen vorher. Und das sind so Studio Ghibli-Filme. Ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen Anime-Dweeb. Okay. Geile Sieg, ja, geil. Lutsch doch Artist der Schwanz, Alter. Ich habe früher noch viel gelesen über Mangas, Bro. Ich habe alle Dragon Ball gelesen. Ich habe alle. Same. Ich habe alle, nicht alle, aber ich habe sehr viel Detektiv Conan gelesen. Mhm. Bis dahin, wo sie gerade gewesen sind. Und dann habe ich letztes Jahr auch wieder Detektiv Conan geschaut. Ja. Und ich schwöre dir, ich habe das 1:1 gelesen mit 6 und die Folge vielleicht später einmal gesehen. Und jetzt mit 28 habe ich sie nochmal geschaut und ich konnte Sekunde für Sekunde können sagen, was passiert, Bro. Ja. Krass. Und das ist doch gottlos krank, nicht? Dass ich etwas, was ich mit 6 geschaut habe, dass sich das so hart in meinen Kopf reingebrannt hat. Schade, es war nicht Bitcoin oder so. Schade, es war eben nicht Mathematik oder so etwas. Etwas wirklich, was ich etwas, was mir bringt in meinem Scheiß. Nein, jetzt bin ich ein Dweeb, Bro. Krass. Krass. Ey, ich habe es auch geliebt, Mann. Ich habe früher geschaut, so oft ich kann dürfen. Mhm. Krass, so viel ich kann auslehnen. Mangas. Bro, wo ich in die Bibliothek gekommen bin, also mein Papi hat mir damals so eine Bibliothekskarte gekauft, 40 Franken hätte ich gekostet. Ey, das ist eben, weißt du, früher. Ja. Ich habe eine wählen, aber ich habe gewusst, es wird unmöglich, das zu zahlen. Mhm. Und jetzt weißt du, wenn das so gehört, 40 Stutz so, weißt du. Ja, ja. Aber du hast jetzt mit 2000 Stutz zugebracht. Ja, die ja. ganze Familie. Das ist krass. Also, weißt, so, das ist einer von den Punkten, wo ich checke, okay, ich bin ein bisschen broke. Aber ja, wieder. Ja. Bro, ich habe die bekaufte Geburtstagsbibliothekskarte, das hat mein Leben verändert. Ja, Mann. Ich habe so viel. Same. Lucky Mangas Looks und so. Ausgelehnt, Comics ausgelehnt. Kennst du Kevin and Hobbes? Das ist mein Lieblingscomic. Das war ja mega lange in 20 Minuten. Ah ja? Ja, Mann, stimmt. Kurze Comics. Ja, die habe ich am liebsten gelesen. Bro, Kevin and Hobbes, ich habe, glaube ich, ohne Scheiß alle von deinen Comics gelesen, Bro. Das ist mich gut. Das ist meine fucking Kindheit. Ey. Ja. Wer hat von euch Diddleblätter gehabt? Ich habe das gehabt. Und wer hat die gehabt, die geschmückt haben? Was? Also, was? Geschmack. Können wir schnell? Also, er sagt jetzt einfach so casual, ich habe Diddleblätter gehabt und wir dissen ihn nicht. Bro, nein, ich wollte ein bisschen zu erzählen, ich habe keinen gehabt. Also, ich habe nicht dürfen haben, weil das Ding war, alles, was ich besitzen kann. Gehört allen. Nein, ja, erstens das. Kommunismus. Und erstens alles, was ich besitzen kann, ist so. Meine Mutter weiß, was mir gehört, was ich kann, weil sie mir das Zeug gekauft. Und das, was sie nicht mehr gekauft haben, ist entweder eigentlich geklaut. Was wahrscheinlich war. Ja. Oder irgendwie sonst illegal das geholt. Also ist nicht von ihnen. So. Und ich habe nie davon etwas gesammelt. Aber mein Cousin, meine Cousine, aus Luzern hat die gesammelt. Ja. Und nachher hat sie mir so. Ah, die ist? Nein. Und nachher eine so, ey, und jetzt, die schmecken sogar. Ich so, wie willst du ein Blatt zum Schmecken bringen? Wie ist das möglich? Bro, sie gibt mir ein, ich so, nochmal? Krass. Parfümieren? Ja, damals, bro, für mich hat er keinen Sinn gemacht. Du musst sicher mal bis 80 sein, das spürt. Kommt er mir mit Logik, parfümieren? Kannst du den Prozess nicht? Ich kann nicht checken. Danke, vielmal Einstein. andere, sorry, ich kann nicht checken, dass mir was 80 ist. Der Damian so zu seinem Sohn, der so, ich hab schon checkt. Parfümieren, Mann. So ein Dummer. Und das hat mich voll genug, ich so, Alter, wir sind voll Zukunft. Ja. Papier, was schmeckt. Und nachher sind sie so, aber ich schmeck nicht drauf. Weil das hat. Chani. Weiß ich nicht, rar oder so. Ist Diddleblätter auch das Freundschaftsbuch? Nein. Ich glaube, es hat auch so Bücher gegeben. Aber es hat Diddle-Freundschaftsbücher gegeben. Die sind, glaube ich, auch easy. Diddle ist doch der Hello Kitty von der Schweiz, nicht? Ist so der Schweiz, ich weiß nicht gewusst. Weiß es auch nicht. Oder Österreich oder so etwas. Also, ja, oder so, dass Mickey, also Mickey Mouse, der Diddle. Ja, ja. Aber das Freundschaftsbuch, also ein. Es ist ein Musik. Ja. Wenn du, sind schon unterschiedlich. Ja, fair. Sag ehrlich, wenn du so ein Buch gekommen bist, hast du erreicht. Wenn du in ein Buch gekommen bist? Ja, wenn, also wenn du auf so ein Freundschaftsbuch, wenn jemand gesagt hat, schreib rein. Aha, okay, okay. Dann hast du so eins, wenn du so eins hast, hast du auf ihn geschrieben. In so ein Diddle-Freundschaftsbuch. Ja.
Die sind ganz geil vorbei. Bist du Teil von Didl Freundschaftsbüchern gsi? Nein, ich bin Aktienhaber. Nein, aber ich meine, bist du drin gsi? Nein, bei mir ist Yu-Gi-Oh! Pokémon, Digimon glaube ich noch ein bisschen. Also ich bin glaube ich kein Didl Freundschaftsbuch. Du hast ja zum Glück selber eins gehabt, Damian, erzähl mal von dem. Nein, ich habe keins gehabt. Das war 3. 4. Klasse gewesen. Und alle haben die Didl-Blätter gehabt. Mhm. Und meine Eltern haben sich irgendwann erbarmt und haben mir einen Block gekauft. Geil. Weil sie gesagt haben, wenn du nicht draufschreibst. Ja, wir verschlönt dich. Nein, kaufen wir dir auch kein Papier. Ja. Und dann hast du einfach einzelne Blätter von dort getauscht. Und dann habe ich am Schluss irgendwie eine Sammlung von 8 verschiedene Blätter. Und was ist auf deinen Didl-Blätter drauf gewesen? Ich weiß nicht. Designs und so, Bro, weißt du? Ja. Und dann, ich glaube, so halt die unterschiedlichen Sachen, so als Cowboy. Ich mache jetzt zu viel Werbung, ja? Ah, Bro, was ist, wer gibt es überhaupt noch, Didl, Alter? Ich bring mir sie wieder back. Ich glaube, bring Didl back, man. Bring Didl back. Make Didl great again. Was hast du gesagt? Make Didl great again. Ah, okay, ich habe es gerade nicht verstanden. Ja. Ups. I'm sorry. Ja. Hey, ist geile Zeit. Ich bin, glaube ich, kein Didl-Buch, Bro. Aber ich habe auch nicht so viele Kollegen gehabt. Aber weißt du, von deinem Freundeskreis? Wo Didl benutzt hat. Ah, got you. Okay, aber von deinem Freundeskreis hätte ich es eher erwartet, dass du in so einem Freundschaftsbuch drin bist. Und von meinem Freundeskreis? Ja, von dem, wo sich ein bisschen früher begehst. Wo habe ich mich begehen? Bro, du hast ja selber gesagt, du machst kein Geheimnis draus. Du hast ja nicht unbedingt den typischen Kollegenkreis gehabt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Du ziehst dich immer das aussprechen und irgendwann sprichst du es dreckig aus und nachher bist du hässig. Was würde ich sagen, Damian? Nicht, nein. Besser für dich. Hey, ja, auf jeden Fall. Habt ihr mal euer Herz gebrochen bekommen über MSN? Ja, definitiv. Wahrscheinlich schon auch, ja. Keine Ahnung. Ja. Aber das hat auch vieles mein Herz gebrochen. Kavaliere. Nein, nicht viel Pup. Oh Mann. Einmal bin ich so 13 gsi. Ja. Und ich bin meiner Meinung nach schwer verliebt gsi in unsere Nachbarin. Wo wahrscheinlich 18 gsi ist. Nein, sie ist im Fall 2 Jahre älter als ich, 15. Ja. Sharon hat sie geheißen. Sherry haben wir ihr gesagt. Sherry Lady. Sorry. Sherry haben wir ihr gesagt. Yeah. Und Bro, ich habe mit ihr gehängt, also ich mit ihr und nochmal 2 andere Menschen haben die uns zusammen gehängt. Und ich habe gesagt, heute ist der Tag, Bro. Heute gehe ich zu ihr und sage ihr, Baby Girl, komm raus. Und reden. Dann habe ich ihr wieder sagen, ich habe mir so vorgestellt, ich sage ihr, wir sehen uns, wir laufen, beim Laufen sage ich ihr, ey, es ist so schön mit dir, ich verbringe so gerne Zeit mit dir und ich bin, glaube ich, verliebt, so, weißt du, also so der Style. So. Hey, Charme. Ja, ich bin so gewesen. Ich habe voll meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt: Alles oder nicht? Alles oder nicht? Alles oder nicht? Alles oder nicht? Ich frage sie, ob wir zusammenkommen. Ja. Yeah. Da bin ich gegangen, ich habe Glüte an der Tür, Bro. Sie macht Fenster auf, sie schaut runter, ich sehe sie. Ich habe gedacht: Schau, die Herzige, Mann. Sie schaut mich an, ich so: Oh, ich komme raus, schnell reden. Sie so: Ich darf nicht raus, sorry. Mach die Tür wieder zu. Ui. Also weißt du, so im Sinne von, so, meine Mami hat mich nicht, sorry. Aha, okay. Ich so, okay. Dann bin ich heimgegangen, dann habe ich in dem MSN geschrieben. Ich hatte wieder gesagt, ich liebe dich. Dann hat sie gesagt, hey, ich sehe dich voll als Kollege. Dann habe ich gebrüllt. Ja. Krass. Ohne Scheiß, ich habe gebrüllt. Er lacht einfach. Sorry. Voll easy, Bro. Also ich habe Brüder, Was, also einfach, dass wir alle können lachen. Was hast du genau lustig gefunden? Ich muss zurück. Lach ins Mikrofon hin, oder? Lach ins Teil. Schau, ich habe es ähnlich erlebt. Ja, bist du Sherry? Nein, ich bin nicht Sherry. Nein, ich bin auch jemand verliebt gewesen. In die Julia. Schade, Alter, Julia. Nein, kannst du nicht. Ah, nein, du bist nicht von Vinti. Nein. Bro, chill jetzt, also. Ja. Hey, Josh, er hat noch mehr. Ja, sag. Ich von. Ja, oder von. Ja. Okay. Ich bin dort auch abgelistet bei MSN. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, dass ich sie mega cool finde und so. Und mir kann mir vorstellen, irgendwie so etwas. Und sie hat gesagt, ich mir nicht. Uff, das ist eben schon weh. Du hast gesagt, Block. Hast sie blockt? Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ich wahrscheinlich auch, aber ich kann mich nicht so erinnern. Ja, aber das ist mir einfach geblieben. Das war, glaube ich, mein erster Heartbreak. Dort
Deswegen, das war bei Amazon. Hm. Wisst ihr noch nicht, Look? Ja, Mann. Ja, ja. Shit. Dort hat man mal einen grusigen Virus eingeholt. Ja, ja, nicht Look war ekelhaft, Bruder. also nicht Look ist ja wie so. Das war, glaube ich, vor Facebook gewesen, kann das sein? Mhm. Krass. Ja. Netlog war vor Facebook gewesen, und alle jungen, hippen Kiddies waren auf Netlog, gewesen, oder? So. Und dann hast du dein Profil, deine Blogseite können gestalten, wie du willst. Und wenn du ja wirklich ein geiler Sicht bist, hast du so voller Mühe gegeben, weißt du, so, yeah, alles gestalten. Yeah. So Hintergrund, so Schrift. Farbe, genau, du hast können alles machen, Bro. Yeah. Und weißt du noch, mein ein Kollege. Das ist. Der hat er jahrelang so mit dem aufgezogen. Bro, er ist, am Anfang ist er mad worden auf das. Ja, wie, ja. Wie, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist nicht. Also sein Profil war gepickt mit Fragen über ihn als Mensch. So Steckbrief-mäßig. Weißt du, so, ja, das Teil. Und das ist kompletter Kontrast gewesen, was er jetzt am Ausleben war. Voll, aber. Also ich sage es so. Der Kollege, den wir kennen, ist dort in der Zeit, wo wir so 20, 21 waren, ja, ist er der gewesen, der im 2008 in Zürich einen halben Liter Wodka bestellt hat, im Glas und ein Red Bull dazu. Das ist ein Standard, er hat aber zwei Sottige gesoffen. Also, Bro, er hat einfach, wie ich nicht detailliert sage, aber er hat easy viel gesoffen. Er hat, okay, also, er hat gut vertreibt. Also, er hat, also, ich sage jetzt mal so, zu so Peak-Zeit hat er so eineinhalb Wödes. Mhm. Einmal Abend. Ja, ja. Eineinhalb Flaschen. Ja, und er, also weißt du, er ist auch voll weg gewesen. Ist nicht so, dass es wie so, ja, ja. Er ist voll weg gewesen. Und? Aber halt, das ist kaputt gelacht mit. Musst du überlegen, Bro, Haar abrasiert, breiterer Typ, geiler Sieg. Und auf dem Bild, auf dem Netflix-Profil, das wir gefunden haben, von ihm Jahre später, siehst du ihn halt mit dem FC Tös-Trikot, mhm, und die blonde Strähne, die so, blonde Strähne, wo, wenn so Haare gut gesteckt hast und so. Ja. Weißt, und vorne der Kuhleck, hat man bei uns gesagt. Okay. Der Spitz einfach blond. Ja. Dann ist so sein Stechbrief und dort ist so gestanden, über mich. Dann trinkst du Alkohol. Dann schreibt er, nein, weh, sicher nicht. Will dich niemals anlangen. Will ich niemals anlangen. Das ist voll ungesund und hat nur geschrieben, weißt du? Okay. Und bei Rauchen, nein, ich werde Sportler. Ja, Bro. Ja, Bro, der Dad. Der Zug ist weg. Ja, das kennen wir. Ja. Haben die. Aber was ist denn Netlook, ja, Bro? Was ist das Cringeste, was du auf Netlook geladen hast? Uff. Ich habe schon damals nicht so einen grossen digitalen Fußabdruck. Krass. Ich weiß nicht, wie ich mein Netlook aufgebaut habe. Mein Profil, glaube ich, ich habe so ein Design übernommen, wo sie selber vorgelegt, ja, haben. Das glaube ich einfach vor allem auf Schwarz und Rot ausgelegt gewesen. Gucci, ah, fuck, ja. Und dann habe ich einfach über mich habe ich eigentlich fast alles ausblendet, ja, glaube ich. Wegen El Mysterio oder so. Nachher glaube ich halt nur so einen Namen oder so und ein paar Sachen. Vielleicht tüge ich auch keine Ahnung. Und dann aber auch vor allem Fotos. Ich habe das halt vor allem für Fotos so gebraucht. Ja. Ich habe halt wieder Fotos vorladen und so. Und dort habe ich, glaube ich, schon etwa die cringe Scheiße hochgeladen. Also, nicht. Kannst du dich auch nicht erinnern? Nein, erinnere ich mich nicht. Ich habe einmal ein Bild hochgeladen, wo ich so im Auto hocke mit meiner Mutter, aber man sieht nur mich. Mhm. Und ich mache so ein Selfie mit der alten, kennst du die Sony Ericsson-Kameras noch? Ja, ja, safe, safe. Die ersten, ja, paar Cybershot etwas. Ja. Und ich bin so im Auto und die Sonne ist wirklich so schön von rechts gekommen, so Golden Hour, würde man sagen. Mhm. Und hat so durch meine Locke durch geleuchtet und mein Auge ist so voll Sonne geküsst gewesen, Bruder. Und so, ich habe ein bisschen, ohne Scheiß, ich habe ein bisschen ausgesehen wie jemand, wo ey, man hätte mich schon verwechseln mit dem Mann, mit einer Frau. Ey, es gibt sicher von, jedem. Ich hatte gesagt, jetzt kommt Antonio Banderas. Nein, nein, wieder eine Frau, Bro. Ja, Bro, sagt er ehrlich, ich glaube. Aber eine hübsche Frau, sagt ganz ehrlich. Ja, hübsche, ja, sicher, ja. Oder du bist hübsch. Kannst du mir noch die Bilder zeigen? Safe. Ja, Bro, ich sage, es gibt sicher von jedem von früher peinliche Bilder, aber früher sind wir also, so, ich sagen, so Kinder, minder, teeny, mini. Wisst ihr noch, wie auf Netflix Sky sind? Auf Netlook. Irgend so ein
scheiß mir wahrscheinlich XXX underline, kurdisch underline Player oder Styler oder Hip-Hop oder was weiß ich. Ich habe kleines X, grosses X, kleines X. Ja, der Classic. Der Classic. Zweimal Unterstrich. Wegen, es geht schöner aus. Und nachher Yoshi Boy 95. Und dann wieder anderen XXX. Wie groß. Wolltest du ein bisschen so sagen, Damian? Yoshi Boy. Ja. Yoshi mit I sogar überleg. Mhm. Und dann fragt man sich, wieso ist er gemobbt worden? Mhm. Hast du nicht locker, Damian? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie hast du geheißen? Wie hast du? Ich weiß es im Fall nicht mehr. Ich glaube, du weißt ganz genau. Nein, was ist im Fall wirklich nicht mehr. Ich glaub, du hast Portugiesisch Tektonico. Wie entfindet sich? Calabrese. Calabrese. Bist du bist halb Italo, gell? Halb Italiener, halb Portugies. Krasse Mischung. Ja. Nicht, ich glaube nicht so selten. Nein, ich glaube auch nicht. Tschüss. Bist du von, also, so Kalabrien, oder? Nein, nein, von Norden. Norden? Mhm. Krass, Sizilien. Hm? Lombardei. Sizilien. Sizilien. Das ist ganz ohne, gell? Ja, ja. Ja, ja, das ist falsch. Ah, Genua, Bro, sag doch. Nein, das ist bei Udine in der Nähe. Okay. Ah, Udine. Ist Udine, das ist, glaube ich... Ist schöner da oder dort? Sorry. Udine ist doch nahe zu der Grenze zu Slowenien, ist es nicht so weit weg, oder? Ja. Ja. Okay, also du bist trotzdem kein vom Balkan, chill. Ja. Okay. Ja. Wo hast du den Sommer verbracht? Du, ne? Im Sommer sind wir meistens auf Portugal. Ist doch windig, oder? Ja, ist halt Atlantik. Und im Herbst dann eher auf Italien. Schon geil eigentlich, nicht? Schon easy eigentlich. Und ja, bist du also, lieber, wo bist du als Kind? Italien hast du gut können mit dem Auto machen. Mhm. Stimmt. Und in dem Sinn, Portugal sind dann einfach die einzigen Ferien, die wir gemacht haben. Da sind wir halt einfach 2-3 Wochen können, haben wir können gehen. Ganz Sommer. Ist geil gewesen. Wo bist du lieber gewesen? Ja, schon in Portugal halt Meer und so. Essen? Lieber Portugiesisch oder Italienisch? Kann ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube... ja. Look, ich muss so sagen, ich kann richtig portugiesisches Essen habe ich als selten. Ja, also ehrenlos mit dem Fuß drauf Krass. Ja, portugiesisches Essen habe ich selten und deswegen habe ich dann immer mega Freude. Wenn was ist portugiesisches Essen? Ja, über das, was ich vorher erzählt habe, also Bacalhau. Bacalhau ist... viele Sachen... Es ist zum Teil mehr Fleisch als Fisch, was man glaubt, die meisten Leute nicht erwartet. Mm. Ja. Findest du, also, ich weiß nicht, ob du das objektiv kannst sagen, aber findest du nicht auch, dass Portugiesisch so rein vom Klang her. Okay. Jetzt bist du von der Dünne. Ja, da musst du immer angehen. Hm, mach weiter. Ey, Bro, sagst du ehrlich? Ja. Ehrlich? Ehrlich? Ey. Seit ich so auf die Brasilien-Bubble gekommen bin auf TikTok, Bro, ich lache mich so kaputt ab deinen Videos, obwohl ich nichts verstanden. Nichts. Also, Portugiesisch tönt auch einfach nicht wie eine Sprache. Okay. Oder? Also, wow. Jetzt mal ehrlich. Hm? Wow. Aber dann jetzt mal ganz, also, Sero, sag ehrlich. Also, würdest du sagen, Portugiesisch ist so von der Klang, von der Melodie? Ja. Yeah. Wenn du sagst, oh geil, das würde ich jetzt gerne mehr hören in meinem Leben. War der Portugiesisch? Ey, kannst du mal etwas sagen, wo deiner Meinung nach Portugiesisch steht? Oder sollen wir... Du gehst auf Fußball! Ja, was ist jetzt? Fudesch! Was ist jetzt? Hast du nicht erwartet, ja, okay, und wie tönt eigentlich... Tiki-Taka! Wie tönt eigentlich richtig, David? Ja, das ist jetzt halt mehr so brasilianisch, denn... Also okay, sag mal, und so. Ich bin da... Was? Futebol. Futebol? Sag mal, mein Name ist Damian und ich liebe mein Leben. Nein. Sag einmal, Bro. Nein. Komm einmal. Okay, nein, das ist immer so unangenehm. Nein. Etwas auf die Sprache und ja, so. Ja, sag doch jetzt einfach. Jetzt noch von. Nee. Sag. Nein, jetzt ist zu viel Pressure. Ja. Yeah. Okay. Okay, aber du bist Inter-Fan, gell? Mhm. Ist keine Option gewesen, eine Mannschaft von wo Portugal. Ja, das habe ich halt von meinem Vater mitbekommen.
Und okay, meine Mutter war nicht so Fußball interessiert und deswegen habe ich nicht so viel Berührungspunkte dort. Okay, Meinung zu Ibra. Wer ist da? Ui. Weißt du, ist auch ihr Spieler gewesen, checkst du? Meinung, ja, ich check. Viel. Meinung zu C. Ronaldo? Gespalten, würde ich sagen. Ja? Ja, sicher. Ey, keine Ahnung, Top-Sportler, mega Vorbild für mega viele. Ich finde ihn einfach cool. Wir sind auch Vorbilder. Gewisse Sachen nicht, sind nein, komisch. Das ist halt das, was man so ein bisschen in der Öffentlichkeit sieht. Aber das kann ich ja nicht beurteilen, ich kenne ihn nicht. Aber ich glaube schon, eigentlich grundsätzlich. Wie ein Politiker. Ich schwöre, Politiker. Keine Ahnung, nein. Ja, so. Nur und nachher, wenn wir das Podcast fertig machen, ey Bruder, der Christian Ronaldo. Ich schon. Boah, der ist keine Ahnung. Nein. Krass. Okay, Entschuldigung. Vor allem, ich will etwas erzählen, aber ich habe es in meinem Kopf. Aber schon ganz am Anfang. Sorry, Bro. Alles gut, Bruder. Ich bin voll versuch, in der... Ich versuche wieder Catch, aber jetzt eins sorry, ich bin die ganze Zeit in der Nostalgie-Bubble. Ich finde es eine hohe Spannung. Ich habe auch etwas zu dem Ende. Ich weiß nicht mehr, was es war. Was haben wir noch? Was ist noch so typisch unsere Kindheit gewesen? Zumindest in dir auch die Generation, die zum Beispiel Friends nicht geschaut hat? Nein. Ich habe es noch so ein bisschen mitgeschnitten und dann was, irgendwann... Was ist dein Jahrgang? 90. Aber was, 5 Jahre sind wichtig, 5 Jahre. Ja, aber Friends, schon nicht diese Serie? Serie? Nein, die ist... Nein, die nicht gut. Eben. Ich glaube, die war auch erst als Erwachsener eigentlich, glaube ich. Aber ich glaube, wenn du so 80er geboren bist, ist das ein volles Ding, Friends. Ja. Mhm. Oder 90er. Oder 90er sogar, das 90er Ding. Ja. Der. Und was ist noch? Tamagotchi haben wir mal gehabt. Mm. Ja, die kommen jetzt wieder raus. Ja, ich habe es lustig gelesen. Ja, ich auch auf SRF. Ja, allgemein Gameboy, ja. Das war ja. Ey, oh, Gameboy shit. Color. Ich habe lange halt nur Gameboy gehabt. Welche Gameboy haben wir gehabt? Der Color, der Violet. Ich auch, der Durchsichtig. Der Durchsichtig? Ja. Den habe ich auch gehabt. Ja, ich und vor dem habe ich den Gelli gehabt. Nein, den habe ich nicht gehabt. Und Bro. Vor dem? Ich habe erst dort... Der ist Gameboy Color, das ist mein erster Gameboy. Kennt ihr noch den normalen Gameboy? Der war so ein grauer. Ein richtiger Klotz. Ja. Nachher gab es einen Color, nachher der Advanced. Mhm. Advanced ist dann wieder ein bisschen so. Dann ist der SP gekommen. Ja. Der ist können aufklappen. Der SP ist krank. Der ist ganz krass. Der ist bis heute. Auf dem habe ich Pokémon Feuerrot gespielt. Ey, weißt du, wie viel gönnt jetzt aus dieser Folge? Jetzt spielst du jetzt springen jetzt ab. So ja. Ich fress hier schon. Nein, aber ich finde es geil. Ja, ich auch. Ich finde es sehr geil. Ey, Das ist einfach so ein Podcast, um so ein bisschen kochen. Ich bin. Ja. Voll. Safe. Ich bin so, wenn ich in Japan war, bin, habe ich unbedingt wollen, Game Boy Color kaufen, wegen Nostalgie und so. Ja. Wegen Kinder. Dann bin ich in so einen Laden reingelaufen und dann hast du halt gecheckt, was sie genau meint auf den Etiketten. Weil alles auf Japanisch und ich habe nichts verstanden. Es hat immer einen anderen Preisunterschied gehabt. Was ich mir auch vorstellen konnte, ist einfach, Qualität ist anders, andere Preis. So, ich gehe zu ihm und ich nehme jetzt einfach den, wo ich das Gefühl kann, je höher, desto wahrscheinlich Qualität ist besser. Und ich so, ja, haben wir noch ein Game auf Englisch? Er so, was? Ich so, Game Englisch. Er so, Game? Ich so, yes, Game in Englisch. Und die könnte eigentlich fast kein Englisch. Er so, yes, yes. Ich so, okay, bringt er mir eine, Bro? Ich schaue Japanisch. Ich so, this is Japanese, I need English. No English. Ich so, was? Also, no English. Ich gehe raus, Bro, und ich habe die Gameboy nachher in die Schweiz mitgenommen, aber es hat mich angeschissen, weil ich kein Game dafür gehabt. Weil in der Schweiz, ich habe geschaut auf Ricardo, die ehrenlose Verkäufer. Ganz anders gesagt. Die ehrenlose in der Schweiz verkauft Gameboy Games, Jungs. 64, 70, 80. Dreist, Bruder. In Japan kommst du für 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5 Franken über. Einfach nicht in der Sprache, aber. Ja, aber ich habe das jahrelang gehabt und später habe ich es dann gebraucht, weil ich kann es jedem empfehlen für lange Flüge. Vor allem so für Männer wahrscheinlich. Hole da irgendwie DS oder Game Boy Color, ob so ihr früher geil gefunden habt. Nehmen 2, 3 Lieblingsspiele mit und die langen Flüge sind in Sekunden. Aber eben der, du kannst eben mittlerweile kannst auch auf der Switch zum Beispiel so einen Emulator draufladen. Ja, voll. Nach Games, halt die alten Games. Ja. Das ist zu krass, Bro. Also ganz ehrlich, das ist auch für mich so etwas. Die alten Games, wo ich so Zelda Breath of Zelda Ocarina of Time und Pokémon und all die, Bro, ich habe die immer noch auswendig. Ich bei mir sind vor allem. Also bei mir, ich habe so all die Games habe ich halt so zu Game Boy Color Zeiten gegamed.
Und irgendwann muss PS2 kommen. Mhm. Und dann ist nur noch Konsole. Alles ist weg. Alles. Was ist das erste Game auf der PS2? Ich glaube, Clash Bandicoot. Oh, Crash Bandicoot, der Fuchs, Hyäne. Ich glaube, der ist es. Hyäne, Fuchs, was ist es? So ein Bandel ist es. Ein Coyote, glaube ich. Coyote, ja. Das ist ein geiles Game. Das ist sehr geil gewesen. Das ist schon mal ein Remake ausgekommen von dem, oder? Ja. Ich glaube, hat mehrere Versionen gehabt. Das ist so geil gewesen. Ich kenne nur noch Spyro. Ja, der Drache. Der violette Drache. Ja, ja, ja. Ah, so geil. Oh, vor dem habe ich mal, wow, das ist die kränkste Konsole bis heute. Ich habe mal von meinen Eltern SNES. Nintendo 64 bekommen. Uff. Aber ich glaube Donkey Kong Edition. Und aus irgendeinem Grund ist sie gelb-blau oder so. Weißt du, was gerade lustig ist? Auf der Hinfahrt in dem Mielmas haben wir genau über das geredet. Stimmt. Und er so, mein Bruder hat Ding gehabt, Nintendo 64. Und ich glaube, es war Mario oder Donkey Kong gewesen. So hat er mir gesagt. Donkey Kong Edition. Und das ist. Und mein Vater hat dann mir Mario Party geschenkt. Mhm. Auch dazu. Und später hat mein Cousin den auch bekommen. Mhm. Und Freunde haben wir halt nur unter Familie gechillt. Ja. So. Wie heute, wir, ja, aber weißt du, so, jetzt nicht nur, aber früher hast du nur deine Familie gehabt. Ja, ja. Mein Vater ist zu meinen, wir sind am Wochenende zu meinem Onkel und oder zu uns. So, ja. Und ich habe immer gewusst, wenn der noch zu mir kommt oder ich zu ihm gehe, es wird einfach ein Game, Mario Party. Und früher haben wir keinen Speicherplatz gegeben. Speicherkarte, wir sind einfach gamed. Du hast in der, ab der Playstation hast du einfach schon gehabt. Für 87 Franken, aber einfach das Cash nicht. Ja, aber Nintendo 64, Bro. Nein, so, ich, glaub, ich habe nie Nintendo gehabt oder so. Krass. Mhm. Weißt du, welche Nintendo habe ich gehabt? Really? Pikachu Edition. Die ist auch geil. Die ist gelb-blau gewesen. Ah, der Dino hatte ich gehabt. Und die hat so Pikachu-Ohren gehabt. Ja, ja, der Dino hatte ich gehabt. Und nachher, was hast du gemacht, wenn dein Game nicht gestartet hat? Ja, rausgenommen und pustet. Und pustet, Bruder. Ja. So haben wir gemacht. Ja. Geil. Und dann haben wir gamed und ich habe dort, Bro. Kennst du das Super Mario Spiel, wo du hast müssen Bilder in den Gumpen? In Gemälde. Ja, ja, ja. Und noch bist du in so neue Levels gegangen. Ja, neue Levels, ja, voll. Und Nintendo Super Mario 64 habe ich dort immer gespielt. Und der erste Boss dort war so eine riesige Bombe mit Schnurrbart. Weißt du das noch? Sagt mir etwas. In einem Schloss drin, kann das sein? Ja. Ja, ja. Und das Ding ist, Bro, heute, wenn ich darüber nachdenke, mein Progress von dem Game nach 3 Stunden war dort, wo man so nach 10 Minuten war. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, wie man das spielt. Ja. Ja. Ich aber ich habe letztes Jahr realisiert, zu den Zeiten, wo MW2 uns rausgekommen ist, ich bin krass im Game. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, aber auch alle. Modern Warfare 2. Ich habe das Gefühl, so 11, 12 bis 15-Jährige, die verstehen so die Games so schnell, weil es einfach für sie sehr schnell Sinn macht und sie sehr schnell reinkommen. Sie können es sehr krass aufnehmen. Sehr oft denke ich mir daran, komme ich echt irgendwann in das Alter, wo ich Gamen nicht mehr geniesse? Hey, Bro, sag du. Ich glaube, es kommt auf die Menge drauf an. Also ich tue jetzt noch gamen. Und ich merke einfach, wenn ich zu viel game, dann fuckt es mich ab. Ja, yeah, safe. Was gamest du denn so? Ja. Also was für eine Art von Spiel? Ey, entweder halt so, also ich bin lange habe Diablo gespielt. Ach, Diablo krass. 2, ja. Das war voll mein Ding. Und dann Diablo 3, ja. Und dann so ein bisschen League of Legends. Ach stimmt, du bist ja wirklich ein Nerd, gell? Bist du so ein Nerd? Hast du Cash gehabt für das? Nein, Bro, du, das ist gratis, erst, man, das kannst du aber das ist erst später World of Warcraft hat. Ja, ja, League of Legends ja, ist so. Ja. Nein, ich hatte zu World of Warcraft, ich bin immer Diablo gewesen. Immer wenn du Blizzard hast, bist du entweder World of Warcraft gewesen. Oder Diablo. Ja. Bro, League of Legends ist so ein Spiel, wo ich wirklich so die Hardcore Das ist, glaube ich, das erste Game, wo so, glaube ich, auch umgegangen ist, dass sie so e-sports-mäßig Hallen gefühlt hat. Ja, so. Ja, ja. Schlimm. Ja, ja. Also, Wembley-Stadion halt. Die haben krank. Ui. Ja, ja. Ausverkauft das Finale Worlds 2017. All die Jungs. Kurz und mündig 2024. Inshallah. Im Wembley-Stadion. Ja, ja. Inchi, bro. Auf Englisch denn? Ja, auf Australisch sogar. Oh, was? Mit Chunks und Felix. Ich schau Englisch. Ich weiß, das ist ein Witz. Ja, Bro, was haben wir noch für. Was haben ich wieder, wo sind wir jetzt gewesen? Gamer. Ob es dir verleidet. Aha. Ey, ich habe mir das auch
mal gefragt. Also ich habe mal gefragt. Und bei mir ist so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Game ist für mich, sind für mich zwei Sachen. Etwas Soziales und Zeitvertrieb. Also ja. Hobbymäßig so. Für mich ist dann Zeitvertrieb, wenn ich allein gehe. Mhm. Dann bin ich einfach am Game und meistens ist es zum Beispiel offline FIFA. Ja. Oder vielleicht ein bisschen und auch mal Age. Und sonst der Rest, ich bin im Discord mit den Jungs. Ja. Vielleicht game ich heute mal, ich bin da am Chill, am Zuhören. Ja, aber heutzutage ist Game, das checken glaube ich viele Leute auch nicht, ist etwas sehr Soziales. Also weißt du, so, weil du bist wie so mit mega vielen Freunden, mit denen du regelmäßig games oder siehst, bist du in dem Discord-Chat und redest einfach miteinander, während jeder sein eigenes Game spielt oder was immer. Ja, also bei mir ist das riesig, also jahrelang. Und dann bist du immer so bis zu 10 Leute halt gesehen, aber dort ist noch Teamspeak gewesen, natürlich. Ja, ja. Dann aber auch so Counter-Strike und die ganze Geschichte. Das war wild. Das war geil. Das war mega geil. Haben der Sims gamed früher? Ey, nein. Nein, gerade. Ich weiß noch, einmal sind wir auf dem Weg auf Deutschland, sind wir, glaube ich, bei irgendwelchen Verwandten in Basel gehalten damals. Mhm. Dann bin ich noch kurz etwas gegessen. Ja. Und in der Zeit, wo sie so halt Besuch gewesen sind, hat mich die Tochter von dieser Familie, eure Pizza, also so, hey, da weißt du, gehen wir uns einfach Spaß. Das ist immer so geil gewesen, du bei deiner Familie gewesen, bist im Ausland, hast immer dürfen an ihrer PC ihre Games spielen. Und ich habe dann, weißt du, ich habe die Familie glaub, zum ersten Mal gesehen und dann sagst du, gehen wir so, wow, was du korrekt kann gamen. Ich brauche das Game einfach Sims gespielt und ich habe es gecast. Ich so, was ist der Sinn und Zweck von dem, weißt du? Ich brauche ein Kind. Ich würde, weißt du, so ballern, shooten. Shooter etwas. Ich kann nicht Erwachsenenleben simulieren, Bruder. Wirklich, Mann. Das mache ich jetzt und das ist beschissen, empfehle ich nicht. Ja, ich schwöre, Bro. Ich würde das Game da nicht kaufen, Bro. Ja, ich würde es gar nicht empfehlen. Scheiß Entwickler, Alter. Trash und so. Fuck Grafik. Nein, Grafik ist geil. Richtig. Grafik ist geil. DLC sind auch Trash. Kein DLC. Nur DLC an 18 bist du geil, wegen Autoprüfung. Ja. Wie lange sind wir schon aufnehmen? Stunde 16, Ui, Bruder. Krass, langes Gespräch. Okay. Ja, die, Bruder. Du weißt. Geile Nostalgie. Sagt jeder noch zwei Sachen aus der Nostalgie. Aus der Nostalgie. Also aus unserer Kindheit. Ich weiß, das habe ich einfach früher geil gefunden und vermisse ich. Was? Dass du einfach in den Kiosk gegangen bist und den Sack gefüllt hast mit Süßigkeiten, also einzeln. Yeah. So 5 Rappen für einen Pilz. Das ist geil gewesen, Bro. So 10 Rappen für so ein Würmli und so. Und dann bist du mit 1 Franken 20, mit einfach ein paar Münzen, bist du einfach einmal im Kiosk. Mal sind es 80 Rappen gewesen, mal nur 60. Mal sind es, Bro, ab über 2 Franken hast du das Gefühl, du kaufst den Kiosk auf. Ich kauf die Welt, Bruder. Das sind ganz schöne Tipps. Ach, ist Lollipop gekommen, der Laden, weißt du noch? Den. Gibt's den noch? Ja, ich glaub's. Oder? Keine. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Das war wild gewesen. Ja. Kennt ihr noch Ahoi Brause? Ja. Das war wild gewesen. Hast du können das Pulver ins Mund nehmen, nachher so. Ja, ja, safe. Das war brutal gewesen. Was noch? Ey, für mich sind es so ein bisschen Bücher. Also Kinderbücher, also nicht Kinderbücher. Wow. Nein, ich habe das nicht eben zu haben. Wir haben auch von der Schule aus ein bisschen. Ich habe keine Lust mehr. Ey, Bro, ist deine Mutter am Zuhören? Nein, Bücher. Ja, sind das Bücher gewesen, ja. Bro. Haut doch mir vor, die ganze Zeit über Bücher geredet. Er hat die ganze Kindheit vor sich. Er so, Bücher. Von mir vor, die ganze Zeit über Bücher geredet. Und kein Problem. Und jetzt hat er Bücher. Pff, scheiß Nerd. Was für Bücher, Bro, erzähl. Sorry, Bro. Ich hab dort so, was ist das gewesen, die Zeit, so Primarstuhl, so Unterstufe. Stuhl. Nein, komm, beende mal voll. Erzähl bitte, sag, was du Bücher hast. Hast du Krabat gelesen? Nein. Ja, sicher, aber es gab noch so, gar nicht so. Halt die Kinderbücher, man, die sind nice gewesen und nicht so noch. Die sind noch cool gewesen. Okay. Ich bin gern dort. Ja. Keinmal.
krasse Aussage. Also, ich würde nicht sagen, was für ein Podcast. Nein, ich kann es nur noch falsch machen. Ja. Nein, unmöglich, Bro. Schlimm. Noch schlimmer, meine ich. Es hat einfach, ich habe Bücher geil gefunden, das ist einfach kurz ruhig. Scheiß Nerd. Ey, Bro. Meinst du, Bro, meinst du, wir wären Kollegen gewesen, wären wir zusammen aufgewachsen? Ey, ich denke, was du meinst, mehr. Du? Wo hättet ihr euch getroffen, Bro? Bibliothek. geil. Ja, cool, ich habe noch etwas Cooles gehört. So. Ja, ich bin jetzt im Blick etwas Zweites. Darf ich es abprobieren? Ja, 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 okay, aber was will ich gar nicht? Gib ihm etwas Zweites. Oh. Ich fände es richtig geil, wenn der Damian nochmal etwas sagt. Okay. Also nein, jetzt weiß ich, es kommt nicht, weil du kannst nicht zu viel verlangen. Ja, aber ich habe etwas gehört. Mich nicht unter, was kommt das Zweites. Ja. Wo Warehouse? Die Wu-Tang oder so? Die Silbrige, ja. Nein, warte, schon nicht mehr, was ist du? Die silbrige. Die breite Hose silbrige. Von Wu-Wear. Er hat Wu-Tang verstanden. Aha. Ja, aber es ist ja von Wu-Tang. Also es ist ein Brand Wu-Tang. Ach, ist doch ein Slogan hin auf der. Ja. Ja, ach krass, das ist weh. Ankleid, ja. Hey, sind die bei auch nicht auf Volumen gesehen? Nein, aber weißt du, was es angehört hat? Ich bin ernst. Ich hab doch keine Shit. Ich so hitsch gesehen mit dir. Mit dem Ding. Das er hat schon am Lachen. Er hat gemeint, ich sag nur. Nein, Bro. Also, was ist das für eine Kehrtwende gegen den Stuss, Mann? Ich nehme es so. Bro. Ich hab den Trainer angehalten. Bro, Leute, die ältere Brüder haben. Ja. Das kann ich wieder sagen. Und nur das. Oh, oh shit. Okay. Oh, okay, also die zwei Sachen von mir. So cool. Also, okay. Was habe ich vorher gesagt? Ich habe gesagt, wieder von den Büchern. Stell eine Frau mit zu Hause in der Bibliothek. Das müssen wir eigentlich mal. So als. Egal. Scheiße, ich jetzt gerade hart gemacht. Ja, wie jeder Alter. Oh mein Gott. Für die, die bis am Schluss sich das. Das hat sich gelohnt. Für die, die sich bis am Schluss den ganzen Scheiß mit Game, mit allem anderen Unnötigen sich gegeben hat. Vielleicht hat es noch nachher gegeben am Schluss. Hast du noch irgendetwas? Ich bin gerade überlegt, aber mir fällt hart nicht ein. Bro, muss ich richtig beschissen? Ich hätte es. Alter, mich nimmt. Ey, Bro. Er hat einfach nicht irgendwie voll die Scheiß-Story von mit Vieri erzählt. Ey. Oh, ist das geil. Scheiße. Alter. Ey, ich glaube, ich könnte es nicht toppen, Bro. Das ist schwierig. Damit. Das. Siehst du den blauen Knopf über dem pinken? Yes. Drück den mal, Bro. Okay. Bitte. Ex. Das ist der Stuhl. Muruk! Schau mal! Es geht nicht! Wir können nicht abfangen! Wir sind einfach immer am Lachen! Scheiße, Bro! Oh mein Gott! Das ist wirklich. Hey, das jetzt. Kennst du bei Marvel? Nach den Credits kommt nochmal eine Szene. Ja. Das ist jetzt das. Okay. Das ist so für die, wo bis am Schluss ein Kinder bleibt. Für die hast du den Grundis. Das voll genommen. Ja, du mich jetzt nicht genommen. Ich sag euch, ich bin pfeffert worden. Ey, Bro, erzähl etwas Cooles von dir. Ich glaube, ich habe schon etwas vorschlagen können. Also das, er so, nein. Bro, stell dir mal vor, du sagst Bücher, dann geben wir dir nochmal eine Chance, dann sagst Hose, Bro. Wobei, nein, ich verstehe. Sag mir. Nein, die Hose sagen, die Hose. Sag mir. Sag mal, du sagst Bücher und du bist auch nicht Arzt geworden, weißt du? Nein, ich verstehe es.
Ist schon noch etwas eingefallen? Nein, Spaß, ey, nein, was? Weißt du noch, früher, wo wir haben müssen Cola und Fanta selber mixen, für mich zu mixen? Mhm, ich habe es nie gemacht. Hast du nie? Ich habe es nicht fein gefunden. Gerade du? Ich habe es nicht fein gefunden. Krass. Ich habe irgendwann, ich bin so Chemiker oder so. Sieg. Sag mir dem so. Ich denke, das, was du meinst, ja? Ja, okay, ja, aber nur kurz. Ja. Lesen dir Bücher momentan? Ja? Ja, ich habe wieder angefangen, heißt lesen. Was das ist? Es heisst. Ab welchem Alter ist es okay, zum Anfangen Bücher lesen? Zum Wiederlesen? Ey, ich kann gerade wieder sagen, jetzt werde ich zum Zulust lesen Bücher, so viel wie ihr könnt. Ja, Mann. Und lasst euch nicht unterkriegen, wenn Leute auslachen. Ja, das ist nur für Content oder halt nur für Audio-Content. Mhm. Aber wirklich, auch ich sage, so viel wie möglich und so viel wie möglich, es kann euch nur kurz bringen. Der Alchemist. Mhm. Das ist das nicht, wo jeder kennengelernt. Auf Strandfoto macht in Antalya und so. Yeah. Und das Café am Rande der Welt. Das sind die zwei Bücher, die jeder kennt. Und der alte Mann und das Meer. Der alte Mann und das Meer. Die drei Bücher hat jeder kennengelernt. Was eigentlich? Ist das Roman oder sind das... Hey, sind so Selbstverwirklichungsgeschichten. Was ist das Selbstverwirklichungsgeschichte? Schau, Nerd abreden. Selbstverwirklichungsgeschichte. Nein, sorry. Schalt mal einfach ab. Ja, dann hör jetzt auf. Okay, Bro, du rollst dich noch von Rackstadt. Brich ab. Let's go. Tschüss.